heute verbessern wir den Account eines Zuschauers innerhalb von 24 Stunden. Wir werden seine Weekend-League-Quali spielen, wir werden viele SBCs abschließen und ja, ich werde auch viele FIFA-Points aufladen. Aber nur das Beste für meine Zuschauer. Erik hat mir geschrieben, ob ich sein Team verbessern kann. Er ist 23 Jahre alt, er holt normalerweise 11 bis 13 Weekend-League-Siege, hat er mir geschrieben. Und in der Quali holt er so 5 bis 6 Siege. Also wird es Zeit, heute den Account von Erik zu verbessern. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht so viel, wir loggen uns direkt ein in den Account und da sind wir direkt am Start. Ich habe keine Ahnung, was für ein Team er hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel Coins, aber man sieht schon, er hat 310.000 Coins und ist Magdeburg-Fan. Fun Fact, seine PSN-ID ist, ich habe Schulden 99. Ah ja. So, aber wie sieht sein Team aus? Oh, er hat sogar, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wadenkrampf. Oha, das ist gar nicht mal so schlecht für ein Starter-Team. Das Team hat einen Gesamtwert von 700.000 Coins. Also schon mal echt gar nicht so schlecht. Ihm fehlen noch 100 Qualifikationspunkte, damit wir die Weekend League Quali spielen können. Ich würde sagen, die machen wir kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber bevor wir die Quali spielen, Freunde, wollen wir natürlich PSN-Guthaben aufladen. Und ich habe mir hier was ausgedacht. Ihr seht ein Glücksrad. Unter anderem RTG. 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, bis zu 500 Euro kann man gewinnen. Wir drehen das Glücksrad jetzt und dann entscheidet das Glücksrad, wie viel Geld wir bei Erik aufladen. Also von RTG bis zu Pay-to-Win 500 Euro. So, wir drehen das Ganze mal und ich bin gespannt, wie viel Geld wir heute aufladen werden. Bei ihm 20 Euro. Da können wir auf jeden Fall einige Premium-Gold-Profis-Packs kaufen. Bei meinem Partner in Eva kann man sogar 25 Euro PSN-Karten für nur 22 Euro kaufen. Und genau das werden wir tun für Erik. So, innerhalb von einer Minute haben wir jetzt diesen Code bekommen. Eine 25 Euro PSN-Karte für nur 22 Euro. So Leute, wir haben 2800 FC-Points gekauft von meinem Partner in Eva. Checkt das gerne ab, Link in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, jetzt geht's richtig los. So Freunde, zwei Spiele sind vorbei, Champions Playoffs erreicht. War relativ easy in Division 6. Ich bin ja mittlerweile fast Elite-Division auf meinem Main-Account. Also, hier komme ich auf jeden Fall sehr gut zurecht. Team hat sich gar nicht mal so schlecht spielen lassen. Aber ein paar Baustellen haben wir schon. In der Abwehr war alles solide. Aber im Angriff, also Cody Gakpo, ne, der wurde 4-5 mal eingeholt. Da wollen wir auf jeden Fall ein Upgrade schaffen. Auch Marcus Rashford finde ich einer der overhypedesten Karten. Ich feiere die persönlich gar nicht. Er hat die für 250.000 Coins gekauft. Die Karte werden wir jetzt verkaufen und dadurch dann viel besseren Ersatz holen. Also auch raus. Diaby können wir auch vielleicht upgraden. Wäre auch möglich. Kommt drauf an, was wir gleich ziehen werden. Also auch raus. Vielleicht die beiden noch ersetzen durch KDB und Bruno Guimarães. Das kommt mir so im Sinn. Aber wir öffnen jetzt erstmal Packs und schauen mal, was wir so ziehen auf seinem Account. So, Freunde, ich habe jetzt lange überlegt, die Packs sind aktuell draußen und wir haben aktuell ja 2850 Points aufgeladen. Am schlauesten ist es, glaube ich, dass wir einmal dieses Pack hier aufmachen, das 1000 FIFA Points Pack und 5 von denen und dann hätten wir 6 Packs aufgemacht und hoffentlich viel Packluck und dann können wir weiter das Team von Erik verbessern. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und öffnen direkt das erste Pack. Ich habe gar keine Ahnung, ob der Packluck hat, der ist Walkout, oder? Deutschland, Stürmer? RB Leipzig, Timo Werner, aber das ist kein Walkout. Ah ja, aber Timo Werner. Erstes Pack, Discard Pack. Nächstes 25k Pack. Komm, Erik, du hast doch Packluck verdient. Spanien, RV, Barcelona, Balde. Den hat er aber schon. Den hat er. Oh, 85er ohne Battle. Das ist richtig gut, weil ich habe vor, kleiner Spoiler, Bruno Guimarães zu machen, weil die Karte sehr, sehr heftig ist. Sehr, sehr W bis jetzt. Sehr stark. Und weiter geht's. Frankreich, ZM. Frankreich, ZM? Ah. Ich weiß nicht, wer es ist. Es ist Dali. Ah ja. Und jetzt nochmal zum Abschluss holen wir jetzt das Saisonauftakt-Grundlagenpack. Das enthält 13 seltene Goldprofis, davon einer garantiert 84 plus und ein paar Leihprofi-Wahlen. Das ist wichtig gleich für die Quali, damit ich auch Jahrzehnt 0 hole. Also sehr, sehr wichtig, dass ich jetzt auch geile Leihprofis kriege. Spanien, ZTM, ist vielleicht Rodri Atletico. Hä? Wer ist denn das? Es ist wirklich garantiert 84 plus und wir bekommen 84 plus. Bruh. Gucke. Okay. Oh, eine Road to the Knockout-Karte hatte gezogen. Cedilia. Ist das nicht heftig? Aber das ist meine erste Road to the Knockout. Ich habe 500 Euro auf meinen Main-Account aufgeladen und habe nicht eine Road to the Knockout-Karte gezogen. Und der zieht einfach direkt eine. Hä? Mies W. Können wir sogar verkaufen. 30.000 oder so kriegen wir dafür. Nice. Aber was noch wichtiger jetzt ist, Leute, sind die Leihspieler. Weil, wenn wir gute Leihspieler haben, können wir gute Weekend League abschließen. Sanchez. Ja, ist eher ein Sub. Komm, Basis Hero. Hero. Hero, gib uns gut. Gib uns gut. Okocha. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sehr gut für die Weekend League Quali. Und einen seltenen Gold-Leihspieler. Ich sag mal so, die 25 Euro waren jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir haben eine 85er Rating-Karte gezogen, wir haben eine Road to the Knockout-Karte gezogen und wir haben ein paar High-Rateds gezogen für den SBC, also ist okay. 12 Sekunden später. Oh, ein Walkout sogar. Ich wusste gar nicht, dass die 86er Walkout ist. Gar nicht so schlecht. Das haben wir gerade bekommen, weil wir gerade Bruno Guimarães SBC abschließen, Freunde. Da bekommen wir ja Packs zurück und das können wir direkt wieder investieren in die SBC. England? Torwart? Man United?
Ist es wieder ein Walkout? Als ob das schon wieder ein Walkout ist. Was haben meine Zuschauer für einen Account? Die hat nur Walkouts. So Leute, wir haben jetzt Bruno Guimarães abgeschlossen. ZM Newcastle Karte, Road to the Knockout Karte, also richtig geile Karte. Hat auch richtig geile Stats, 76 Tempo, 80 Schuss, 84 passen und kriegt sogar ein Upgrade, wenn Newcastle weiterkommt. Aber Newcastle hat nicht gerade die leichteste Gruppe. Also richtig geile Karte und werden wir auf jeden Fall in unser Team einfügen. So Freunde, so sieht jetzt das Ergebnis aus. Wir haben Bruno Guimarães hinzugefügt, wir haben Heung-Min Son hinzugefügt und Rodrigo. Als Leihkarte haben wir Erling Haaland reingetan, wir haben Rashford verkauft dafür. So sieht das Team jetzt aus, so sah es davor aus. Jetzt gehen wir in die Weekend League Quali rein. Ich hoffe, wir holen 10 Siege und dann öffnen wir dort die Packs und schauen, ob wir das Team weiter verbessern können. 12 Uhr Mitternacht. So Leute, 2 Stunden später und wir stehen 9:0 in der Weekend League Quali. Das Team hat sich eigentlich relativ stark spielen lassen, vor allem Berbatov. Ich meine, guckt euch an, was dieser Berbatov kann. Der kann mit dem linken Fuß schießen, mit dem rechten Fuß, er kann Tunnler verteilen, er ist dribbelstark, er ist abschussstark, der kann einfach alles. Jetzt machen wir aber das finale Spiel um Rang 1 live hier in der Aufnahme. Und wir können ein Jumbo Selte Profi Pack, ein Selte Profi Pack und ein Mega Pack bekommen. Also es lohnt jetzt zu schwitzen. Für dieses besondere Spiel können wir natürlich auch Okocha in Sturm stellen. Die haben wir ja gezogen. Leihkarte benutzen wir jetzt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Okay Leute, wir haben einen Gegner gefunden. Ey, ich bin echt gespannt, was der für Spieler hat hier. AEK Pauk. Okay, wahrscheinlich Grieche oder so. Boah, geil mitgenommen. Von Jay. Und genau die Karte haben wir gezogen. Warte mal. War es das schon? Als ob der jetzt rausgeht. Der geht niemals. Er geht raus. Ein Tor? Ich habe Schulden 99. Wir haben 10-0 in der Weekend League Quali einfach geholt. Innerhalb von ein paar Minuten gewinnen wir einfach das entscheidende Spiel. Unfassbar, Digga. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 10 von 10 Siege Weekend League Quali. Wir kriegen das Beste, die geilsten Rewards. Ich hoffe, wir ziehen jetzt was Krasses. Und dann upgraden wir unser Team noch, nachdem wir diese ganzen Packs gezogen. Wie gesagt, Freunde, wir kriegen ein Jumbo seltenen Profi Pack, ein seltenen Profi Pack und ein Mega Pack. Vielleicht ziehen wir noch eine Road to the Knockout Karte oder Karten, die wir gut verkaufen können, um unser Team weiter zu verbessern. So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen in die Pack. Das ist ein 100k Pack. Jumbo seltenen Profi-Pack, Mega-Pack machen wir jetzt als erstes auf, würde ich sagen. Was ziehen wir? Willkommen einen Dänen, der ZM ist. Manchester United. Was? Christian Eriksen, 83er ZM. Okay, damit können wir jetzt nicht wirklich krass unser Team verbessern. Jetzt gehen wir rein ins seltene Profi-Pack. Das 100k-Pack wird gleich wahrscheinlich nochmal richtig ballern. Holland, ZTV, Van Dijk? Bayern? De Ligt, 85er ZTV, 86er ZTV. Ist so ein Walkout, 66 Tempo. Ist jetzt nicht wirklich spielbar, kann man aber gut verkaufen. Oh, Frimpong noch dahinter. Der kostet auch gut was. Ich dachte, die sind nicht so schlecht. Ist da noch was Krasses dahinter? Nee, das war's. Aber De Ligt, wie viel kostet De Ligt? Gucken wir auch nochmal. Ja, okay, De Ligt kostet jetzt nicht so viel. Aber Frimpong war gar nicht so schlecht, was noch dahinter war. Und jetzt kommt noch ein Stargast zu dem 100k-Pack. So, Freunde, mein Stargast ist da und er wird das 100k-Pack jetzt aufmachen. Bist du ready? Nee. Mit der Pfote. Der hat's aufgemacht. Er hat aufgemacht. Guck hin. Amerika. Torwart. Was siehst du? Portland? Bixby, er will auch runter. Oh. Das war nix, mein Schatz. Das war gar nix. So, Freunde, das Endergebnis steht fest. Ihr seht es, 298 Münzen sind nur noch auf dem Account drauf. Und ich habe ein richtig geiles Team für Erik erstellt. Innerhalb 24 Stunden. Und das ist das Ergebnis, Freunde. Abwehr haben wir gar nichts verändert und im Tor auch nicht. Wie gesagt, das fand ich schon am Anfang sehr OP, das Team. Aber das Mittelfeld und den Sturm haben wir komplett umgekrempelt. Wir haben anstatt Marcus Rashford lieber auf 5 Sterne Weakfoot gesetzt mit Heung-Min Son. In der Mitte ist Coquelin geblieben. Daneben haben wir aber jetzt Bruno Guimarães anstatt Marcus Llorente. Und ich denke, das ist schon mal ein richtig krasses Upgrade. Das wohl krasseste Upgrade, wenn man das 1:1 sieht, ist wahrscheinlich auf dem rechten Mittelfeld geschehen. Dort hatten wir Diaby am Start, 84er Karte. Und jetzt haben wir gerade Mohamed Salah gekauft. Ich habe den gerade für 284.000 Coins gekauft. Richtig geile Karte, Leute, hat 4 Sterne Skills, 3 Sterne Weakfoot, 89er Karte. Hat noch richtig geile Trades, das Tore-Trade, angeschnittener Schuss, also mega hoch. Im Sturm haben wir Berbatov behalten, weil die Karte einfach insane gut ist. Und haben daneben noch Rodrigo am Start. Insgesamt kostet dieses Team 1,3 Millionen. Millionen Coins. Also haben wir über 500.000 Points innerhalb von 24 Stunden geschafft. Mit nur 25 Euro und 10:0 in der Weekend League Quali. Einfach insane. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr unbedingt noch verbessern würdet. Und lasst einen Daumen und Abo da, wenn ihr dieses Format feiert, weil dann wird es öfter solche Formate geben. Das war's von mir. Haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.